Ich hol gleich meine Schrotflinte und erschieß euren Husky. Und hast du nicht gesehen, ey? Ich dachte echt. Glück. Auf Schatz aus dem Schacht, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Ja Leute, heute wieder mal mit einer Real-Life-Story. Die letzte Real-Life-Story ist ja schon etwas länger her. Das Ganze ist auch erst vor kurzem passiert. Ich war ganz normal wie jeden Montag auf Arbeit meine 8 bis 9 Stunden schrubben, bin dann nach Hause gefahren, mir schnell einen Kaffee hintergeballert, hab mich umgezogen und bin wieder raus. Wir haben dann so Bordsteine gesetzt für unseren neuen Fußweg und wie es halt so ist, der letzte Bordstein hat natürlich nicht gepasst und musste gekürzt werden. Haben wir gesagt, okay, kein Thema, wir haben eine Steinflex. Ihr müsst halt wissen, eine Steinflex ist halt so übelst großer Aporillo mit so einer extrem großen Scheibe, also nicht so ein kleines Scheißding. Und ja, haben auf jeden Fall angeschlossen. Ich habe den Stein gehalten, saß rechts neben meinem Dad. Und mein Dad hat angefangen mit Schneiden. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie hatte ich die Eingebung, habe zu meinem Dad gesagt, halt mal kurz an, ich will die Seite wechseln. Bin dann rum auf die linke Seite. Mein Dad hat weitergeschnitten und kurz bevor wir durch waren, also durch den Stein waren, hat sich die Steinflex verkantet und ist so schräg nach hinten raus. Und ihr müsst euch einfach vorstellen, ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich noch an dieser Stelle gewesen wäre. Ich hätte wahrscheinlich, keine Ahnung, die Steinflex im Bauch gehabt oder einmal hier über einen Brustkorblecki wäre gestorben oder so, keine Ahnung. Es ist eigentlich nicht lustig. Problem an der Sache war, ich saß zwar nicht mehr dort, aber mein Dad sein Bein stand noch da. Die Steinflex natürlich in mein Dad sein Bein gerauscht. Und das hat direkt angefangen mit Bluten, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich war erstmal übelst aufgeregt, bin rein ins Haus gesprintet. Hab dann ein Handtuch geholt, bin wieder rausgerannt, bin deshalb fast auf die Fresse geflogen, weil ich einfach so aufgeregt war und schnell meinen Dad helfen wollte, weil ich auch nicht wusste, was passiert ist oder wie schlimm es wirklich ist. Bin raus, hab den sein Bein verbunden, bin ins andere Haus gerannt, hab meine Freundin geholt. Meine Freundin hat direkt alles fallen gelassen, ist auch rausgesprintet und hat dann erstmal meinen Dad versorgt. Meine Freundin ist zum Glück Krankenschwester. An dieser Stelle hatten wir echt mega viel Glück. Die hat das auch extrem gut gemacht, weil es hat so krass geblutet, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das wirklich in Strömen, da das über die Hände laufen, weil er vorher versucht hat, das zusammenzuhalten bzw. festzudrücken, dass nicht so viel Blut rausläuft. Mein Dad sagte dann so, ja, das passt gleich wieder, wir können gleich weiterarbeiten. Ich so, ey, nimm es nicht übel, aber hast du alle Tasten im Schrank? Ich hole jetzt den Autoschlüssel und wir fahren direkt ins Krankenhaus. Ja, hab den Autoschlüssel geholt, mein Dad geschnappt, sind ins Krankenhaus gefahren und wir sind wirklich in dieser Zeit so viel Sachen durch den Kopf gegangen. Ich meine, es war zwar bloß das Bein und die Steinflex, jetzt wahrscheinlich nichts Akutes, aber was wäre gewesen, wenn jetzt irgendwie der Kreislauf weggebrochen wäre und er wäre zusammengeklappt oder so. Ich war in dem Moment einfach, keine Ahnung, so ein bisschen auch neben mir, dass ich wahrscheinlich gar nicht direkt auf Anhieb gewusst hätte, was ich hätte machen sollen oder hätte irgendwas falsch gemacht. Und es ist echt krass, was da einen alles durch den Kopf geht. Auf jeden Fall waren wir dann oben am Krankenhaus, direkt vorne hin auf dem Behindertenparkplatz, war ja in dem Fall auch gerechtfertigt, sind dann hinter zur Notaufnahme, weil das der kürzeste Weg war, standen da vor der Tür und die scheiß Tür ging nicht auf. Ja, und dann mussten wir wirklich wieder außen rum, sind dann hinten wieder in die Notaufnahme, ich bin an den Schalter, hab gesagt, hier, mein Dad hat sich mit der Steinflex ins Bein geschnitten und die sagt so, ja, okay, ich nehme jetzt ihre Personalien auf. Da dachte ich mir so, merkst du dich noch, weißt du? Ich meine, wenn jetzt irgendwie jemand auf Station gewesen wäre, der kurz vorm Sterben gewesen wäre, hätte ich das ja verstanden, aber es war ja nichts los. Außer irgendein Alkoholiker, der auf der Britsche lag, den sie gerade rausgeschoben haben. Auf jeden Fall haben wir uns dann hingesetzt und es hat wirklich 10 Minuten oder so gedauert. Dann bin ich nochmal hin an den Schalter und gesagt, was wird denn nun hier? Mein Dad, da blutet schon den Fußboden voll. Und ich so, ja okay, dann müssen wir jetzt ihn mal dran nehmen. Mein Dad dann rein, ich bin nicht mit rein. Er ist rausgekommen und hat halt die Ärztin zu mir gesagt, er hatte Glück. Er ist knapp an den Zehen und an den Adern und Muskeln und alles vorbeigeschrammt. Da hat nicht mehr viel gefehlt, dann hätte er seinen Fuß nicht mehr richtig bewegen können. Und da ist mir erstmal ein riesengroßer Stein vom Herzen gefallen. Haben wir, glaube ich, mit 12 oder 15 Stiche genäht. Hab dann meinen Dad wieder unter den Arm genommen und sind halt zum Auto. Sind dann wieder nach Hause gefahren und es war einfach so ein mega krasses Gefühl. Aber das Krasse war, die Woche ist ja noch nicht vorbei. Dienstag, ganz normaler Tag gewesen. Mittwoch, ich komme von Arbeit. Mein Dad nicht da, ich denke, wo ist mein Dad? Mein Dad war ja dann mit meiner Mom unterwegs, wieder am Baumarkt. Ja, er war halt Steine holen und er kam halt wieder, konnte immer noch nicht richtig laufen. Da ich sagte, okay, ich lade aus, pass du auf die Hunde auf, wir haben halt 3 Huskies. Ich hatte das Tor ein bisschen aufgelassen und irgendwie hat er sich dann mit dem Nachbar so ein bisschen verbabbelt. Und was macht natürlich mein Husky? Rennt raus, sprintet erstmal das Feld hoch, wir alle hinterhergerannt, mein Dad so hinterher gehumpelt, haben versucht, meinen Husky zurückzuholen, der ist zwar auch zurückgekommen, wir haben uns alle gefreut, aber da hast du so einen schönen Bogen vor uns rumgelaufen und ist dann Richtung das andere Feld gelaufen und da waren Schafe. Ja, er rennt natürlich dann so auf das Feld drauf, wo die Schafe sind,
alles schön und gut, steht dort, will halt spielen, freut sich, dann kommt so ein Schaf und rennt ohne Witz mit dem Kopf gegen meinem Husky, ne? Na, mein Husky fällt dann so um. Also unser Husky heißt Mia, vielleicht macht es das besser, als wenn ich immer Husky sage. Unsere Mia fällt halt um, steht auf und dann natürlich der typische Husky-Instinkt. Ich weiß nicht, wie ich es euch beschreiben soll. Erstmal losgerannt, um die ganzen Schafe angebellt, alle Schafe zusammengetrieben. Und das Ende vom Lied war natürlich, dass die Schafe dann irgendwie dort weg wollten, Zäune kaputt gerannt haben. Ein Schaf hat sich noch mit der Kette verheddert und da war ein Chaos. Dann kam der Nachbar noch, da hat uns anbrüllen und da hat sagen, ich hol gleich meine Schrotflinte und erschieß euren Husky. Und hast du nicht gesehen? Ich dachte echt, ich liebe meinen Hund über alles. Also mein Husky ist mir echt extrem wichtig. Und das war so ein Moment, wo ich mir dachte, das darf nicht wahr sein. War die Woche nicht schon schlimm genug? Auf jeden Fall hat man dann irgendwann das Chaos besänftigt. Wir hatten unseren Hund gefangen, wir hatten die Schafe wieder eingefangen. Natürlich war der scheiß Gartenzaun kaputt, dann musste ich noch Gartenzaun beim Nachbar bauen. Hab dann auch noch eine Kiste Bier und so weiter hingeschafft. Und ich muss euch einfach sagen, die Woche, die ist nicht gut für den Blacky. So werde ich definitiv nicht alt. Also extrem viel Chaos, extrem viel Aufregung bei mir gewesen. Das Lustige ist einfach, mindestens eine Woche im Monat ist bei mir so. Also ich könnte euch eigentlich fast jeden Monat eine Story raushauen, die wirklich aktuell gerade passiert ist, weil in meinem Leben irgendwie extrem viel Action immer ist. Ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall war ich echt mit der Woche am Freitag komplett durch. Ich habe dann auch das Wochenende nichts mehr gemacht. Ich habe keinen Hammer, kein nichts angerührt. Mein Husky läuft mittlerweile mit einer langen Leine im Garten rum, weil hier überall noch Berge und Huckeln haben und ich habe halt Angst, dass er wirklich über den Zaun springt und wieder darüber rennt, weil ich weiß nicht, was der Typ dann macht. Und ja, war einfach so eine richtig krasse Woche. Ja, das war's auch mit der Real-Life-Story. Ist auch relativ lang gewesen, ja, waren nur zwei kleine Geschichten. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben mega freuen, dass ihr mir einfach zeigt, ihr habt mehr Bock auf Real-Life-Stories. Und ansonsten soll es gewesen sein. Bleibt geschmeidig, locker vloggig von der Hüfte. Bis zum nächsten Video, euer Black Imus.